Herzlich willkommen, Freunde. Unser Gegner hat einen Turnupto, einen Brutalander, einen Skorkro, einen Gengar, ein Quajutsu und ein Suicune in seinem Team. Gut, mit was werden wir fighten? Mit was werde ich fighten? Ich muss gerade mal ein bisschen überlegen. Beim letzten Mal hat uns die Bass-Offensive sehr gut geholfen. Ich schätze mal, mein Gegner wird mit einem Quajutsu eröffnen. Ich frag nicht warum, ich habe es einfach im Urin. Und deswegen tendiere ich gerade so ein bisschen entweder auf Viscogon, einfach nur um den Schaden wegtanken zu können. Oder ich spiele mit Shaco. Okay, versuchen wir es mal so. Okay. Dann schauen wir mal, was unser Gegner macht. So, der möchte ja kämpfen, wie immer. So. Okay. Suicune-Eröffnung. Wow, Suicune. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Okay, was spielt man für Offensiven mit Suicune hier in der Generation? Ich will mich mal überraschen lassen und spiele einfach mal. Jetzt so, als wäre ich einfach nur fixiert, meine Taktik auszuführen. Ja, ich möchte echt mal gerne wissen, was Suicune in dieser Generation denn für eine Spielweise hat. Deswegen lasse ich ihn mal machen. So, er geht einfach auf direkten Angriff. Okay, direkter Angriff. Das werde ich jetzt auch tun. Ich merke schon, ich habe mein Item immer noch nicht ausgerüstet. Boah, Alter, das fiel aus. Mir fehlt echt meine Scope-Linse. Wow. Und er hat nicht das Item ausgerüstet, was ich eigentlich dachte. Die Offensivweste. Ja, wie gesagt, mir fehlt hier ein bisschen meine Scope-Linse. Meine Scope-Linse ist immer so meine Trumpfkarte gewesen auf meinem Austoss. Damit ich dann zwischendrin auch mal während den 5 Treffern einen mal kritte. Aber leider ist mir das hier in dem Punkt verwehrt. Ja. Zweimal Volltreffer, what the fuck? Okay, aber ein Suicune. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich das wagen sollte oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein physisches Suicune. Sollte ich Bass reinspielen? Bass boosten und dann Angriff? Nee. Wäre vielleicht ein bisschen zu riskant. Könnte nämlich locker mal einen Eisstrahl in seinem Movepool haben und das könnte mir doch ein wenig problematisch rüberkommen. Deswegen gehe ich mal jetzt für Donnerblitz und versuche es mit Viscocon einfach auszuschalten. Okay. Ich setze Erholung ein. Gut. Die Erholung wird dir nicht viel bringen. Zumindest so, wie sie jetzt abläuft. Denn ich finish dich innerhalb von 2 Runden. Wenn es gut läuft. Bis du wieder aufwachst. Okay, es wird zurückgezogen. Aber es schläft halt noch. Das ist nicht schlecht. Okay, Skorkro haben wir jetzt auch schon öfters gesehen. Gut, ich kann für Eisstrahl gehen. Das habe ich, glaube ich, kein Problem mit Skorkro. Tarnsteiner. Süß. Überzeugt mich aber noch nicht ganz. Hier, bitteschön. Und tschüss. Das war's mit Skorkro. Hast deinen Tarnstein ausgeworfen und dann deinen Tank weggeschmissen.
Da kommt Brutalanda rein. Okay, gehen wir mal für Eisstrahl. Trägst du jetzt einen Fokusgurt? Oder wie, oder was, oder warum gehst du jetzt dafür? Tatsache, es trägt einen Fokusgurt. Okay, gut. Geh ich einfach mal auf Drachenpuls. Okay, er macht Wutanfall. Soll mir recht sein. Deine Initiative ist gerade gesunken, mein Freund. Er hat Hochmut. Genauso wie meins. Was ich aber jetzt machen werde, ist mein Klavion wechseln. Dadurch, dass er jetzt mich sowieso angreifen muss, ja, ich aber direkt immun bin gegen seinen Drachen. Ach, helft mir auf die Sprünge. Wutanfall. So, seine Drachenattacke. Kann ich erstmal meine Defensive aufbauen. Sehr, sehr schön. Gibt es mir auch nur wieder eine gute Vorlage. Dir brauche ich definitiv nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich gehe einfach auf Schmarotzer und dann ist die Sache gegessen. Plomp und tschüss. Gut, damit hätten wir das Brutalanda weg. Deswegen, ich spiele Brutalanda, wenn ich das so spiele, mit Hochmut nicht, zumindest jetzt in der Generation, nicht mit Wutanfall. Definitiv nicht. Vor allem, wenn ich weiß, der Gegner hat ein Feen-Pokémon in seinem Team. Das kann er einfach reinschicken und Ende. Gut, du pennst jetzt noch. Da kann ich jetzt eigentlich das hier machen. Und dann einfach mal volle Kanne dir ins Face schlagen. Weil du hast eine physische Verteidigung, die stark ist, aber keine spezielle. So. Wumms, man wird von Tarnstein getroffen. Das ist nicht so gravierend. Hast du Schlafräder oder? Nö. Hast du nicht. Okay, Krawumms, du darfst jetzt mal richtig auf die Kacke hauen. Überschallknall bitte. Hände reiben natürlich, so wie es gehört. Boom! Oh yeah, Krawumms. Ich mag dich. Du bist echt hier mein Top. Da kommt Tunuptu. Wir bleiben drinne. Tunuptu gegen... Okay, da kommt die Eruption. Ah. Okay. 1-0 für dich in der Hinsicht. So, was hast du denn dagegen zu sagen? So, ein bisschen Tarnsteine gefressen, passt schon. So, ich würde mal sagen, einmal für Drachentanz gehen und danach zuschlagen. War mir klar, dass du das weitermachst. So, Drachentanz. Den ganzen Mist können wir nämlich auch. Ich hoffe nur, dass ich jetzt schneller bin. Ich weiß ja nicht, ob du, was für ein Item das gespielt hat und wie das aufgebaut ist. Ich gehe jetzt einfach mal für Erdbeben. Oh, das könnte knapp werden. Ja, fast schon zu knapp für meinen Geschmack. Und boom, ihr schönes Erdbeben. So, Hochmut. Haben wir auch. Kommt das Quaijutsu. Quaijutsu. Sind wir schneller als Quaijutsu? Nein, sind wir nicht. Schade. Ah, das heißt, du wirst jetzt auf Typ Eis erstmal dich verharren. Soll mir in dem Punkt auch recht sein. So, Klavion erstmal rausholen. So, bitteschön. Aua, kleine Giftspitzen und sowas. Ich gehe mal für den Delegator erstmal.
Oder wenn du das so gespielt wirst, wie ich mir denke. Nee, doch nicht. Dann einfach nur ein direktes Offensives. Okay, ich hätte gedacht, du hast ein Wahl-Item. Aber das war nicht der Fall. Okay, dann eben nehmen wir dir den Wind aus den Segeln und paralysieren dich einfach. Kein Problem. Jetzt erstmal deine Init flöten. Und dafür bist du ja auch bekannt, dass du eine gute Init hast. Also wir brauchen mehr als 41 HP, um das einzusetzen zu können. Also Delegator meine ich damit. So, mal gucken, ob wir jetzt durchkommen oder damit oder nicht. Das sagt uns gleich das Licht. Buja, das hat geklappt schon mal. Jetzt haben wir über 41 HP. Jetzt könnten wir uns erstmal schützend in unserem Delegator verstecken. Aber auch leider nur für einmal. Na, ich hoffe, wir kommen damit durch. Jupp, wir kommen damit durch. Jetzt sitzen wir erstmal in unserem Bunker. So ungefähr. So. Okay, Schmarotzer. Beenden wir es. Kling. Oh ja. Aber wir haben leider nicht genügend Energie für einen weiteren Delegator. Das ist echt knapp bei uns. Und da kommt Gengar rein. Oh yeah. Gengar. Das werde ich erstmal paralysieren. So, Mega Gengar, Hallöchen. Und nebenbei, falls ihr jetzt irgendwer schreibt, Uber, was weiß ich, das sind alles freie Kämpfe. Hier sind gar keine Regeln festgelegt. Jeder darf in diesen Kämpfen mit dem teilnehmen, mit dem er möchte. So als kleine Anmerkung. Ja. Gut. Volltreffer. Unser Delegator lässt nach. So. Wir haben leider nicht genügend HP, um da jetzt noch was zu machen. Ich gehe für Schmarotzer. Ich hoffe einfach mal, dass wir... Ja, wir sind schnell genug. Können zumindest noch mal ein bisschen Schaden drücken. Und es kann nicht angreifen. Aber ich denke mal sowieso, dass Knubbel das finishen könnte, weil Knubbel hat einfach Lebenorb und einen guten Spezialangriff. Und würde damit Spukball hier den Rest erledigen. Weil es kommt nicht mehr zum Zug. Also gegen Knubbel meine ich. Das ist, läuft jetzt echt schräg für dich. Das tut mir an dem Punkt aber auch leid. So scheiße muss es jetzt auch nicht laufen. Das Klavion hätte ich dir noch gegönnt als Kill. Klonk und Ende. Da geht's Mega Gengar down, meine Freunde. Und damit endet dieser Kampf. Ich hoffe, er hat euch gefallen und... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mir ist aufgefallen, wir hatten diesmal keinen Glurak dabei. Yay, das erste Mal. Oder war beim letzten Mal auch kein Glurak dabei? Egal. Auf jeden Fall, diesmal ist mir aufgefallen, dass wir keinen Glurak dabei hatten. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.